bist du auf das Projekt gekommen? Also ich finde politische Bildung grundsätzlich eine sehr wichtige Sache und noch wichtiger finde ich es für Jugendliche, denn Politik ist nun mal, hat einen sehr großen Einfluss auf unseren Alltag, auf unser Leben und Jugendliche sollen unsere Zukunft gestalten. Im Moment liegt in der Welt einiges im Argen, da gibt es viel zu tun. Wir brauchen also engagierte Jugendliche, die auch Spaß daran haben, sich für Politik zu interessieren, sich politisch zu engagieren. Und ich denke, es ist ein ganz guter Weg, das so anzugehen und die Jugendlichen einfach mit Politikern auch mal in Kontakt zu bringen und sie einfach ein bisschen in Themen einzuarbeiten und auch ihnen die Fähigkeit zu vermitteln, andere Positionen zu verstehen und sich in andere reinzuversetzen. Wie fandest du persönlich, ist das Projekt verlaufen? Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf. Die Jugendlichen waren sehr engagiert, haben, glaube ich, zumindest ihren Spaß auch dabei gehabt. Und mir persönlich hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr interessant, die Politiker mal ausführlich kennenzulernen und ihre Positionen. Und wir haben eine ganze Menge Material jetzt zusammenbekommen. Und ich hoffe, dass es auch den Wählern und auch den Jugendlichen, die noch nicht wählen dürfen, aber irgendwann doch auch mal den Gang zur Wahlurne antreten, dass es diesen Leuten weiterhilft bei ihrer Wahlentscheidung. Und vielleicht auch den einen oder anderen, das würde mich besonders freuen, der eigentlich gedacht hat, wählen gehen, kein Bock, der sich vielleicht jetzt doch denkt, vielleicht sollte ich doch mein Kreuz an diese oder jene Stelle machen. Hast du sowas schon mal gemacht? Also ich habe noch, das war jetzt das erste Mal, dass ich mit Jugendlichen in dem großen Stil zusammengearbeitet habe. Ich habe schon Workshops gemacht im JUCE. Da ging es aber mehr ums Filmen und YouTube und solche Geschichten. Also sowas Politisches habe ich in der Form jetzt noch nicht gemacht. Ich arbeite als freier Journalist und habe da natürlich schon oft auch durchaus mal mit Politikern zu tun gehabt, aber noch nicht so intensiv und so umfangreich. Und ich glaube, das hat mich auch durchaus selber weitergebracht. Es bringt einen immer weiter, wenn man mit anderen Leuten spricht und wenn man außerhalb seiner eigenen Filterblase lebt. Ich habe selber zwar durchaus auch jüngere Leute in meinem Freundeskreis, aber mit Jugendlichen, die einen Schulalltag haben und was die so umtreibt, das ist für mich jetzt auch eine Erkenntnis gewesen, hat mich weitergebracht und insofern war das sehr interessant und sehr cool. Nochmal die Frage. Was hat dir am meisten Spaß gemacht an dem ganzen Projekt? Ich schließe mich da den Jugendlichen an, die Rollenspiele waren sehr witzig. Das ist einfach cool, wenn man gezwungen ist, sich in jemand anders reinzuversetzen und das dann oft ja auch gegen die eigene Überzeugung. Da entstehen natürlich auch witzige Situationen. Und was mir auch gefallen hat, war, wie die Jugendlichen sehr, ich glaube gar nicht mal geplant, aber intuitiv, also bevor den Interviews sich mit den Interviewpartnern immer warm geredet haben. Und das hat dann einfach zu einer guten Atmosphäre geführt und das hilft auch dabei, ein Interview zu führen. Denn man darf nicht vergessen, dass nicht nur die Jugendlichen selber nervös waren vor den Interviews, sondern auch viele von den Interviewpartnern. Denn wir haben ja nicht nur Profipolitiker da interviewt, sondern Leute, die das ehrenamtlich machen, die das in ihrer Freizeit machen und die jetzt natürlich auch nicht mit jedem Thema sofort vertraut sind. Deswegen fand ich das auch sehr gut, dass die sich darauf eingelassen haben und dass es eben so gut funktioniert hat. Und wie das oft so ist bei Interviews, die interessantesten Informationen erhält man oft dann, wenn die Kamera aus ist und die Leute noch mehr aus dem Nähkästchen plaudern. Werden in Zukunft weitere solche Projekte stattfinden? Ich würde gerne weiter mit Jugendlichen arbeiten und ich würde auch gerne weiter Video-Interviews und vielleicht auch Reportagen machen. Ich werde sicher so oder so wieder Filme machen. Ob und wie das dann mit Jugendlichen und mit einer Jugendredaktion weiterläuft, versuche ich gerade zu klären. Ich hoffe sehr, dass das funktioniert, bin aber zuversichtlich und glaube schon, dass ihr noch mehr von uns hören werdet. Die Wahlfrage. Bitte? Die Wahlfrage. Ich bin schon, was meine
politische Ausrichtung angeht. Auch vor den Interviews habe ich schon recht konkrete Vorstellungen. Ich lege mich gar nicht so sehr auf eine Partei fest, aber schon auf eine bestimmte Art von Politik und eine bestimmte Richtung natürlich. Die hat sich jetzt nicht wesentlich geändert. Wobei ich durchaus einräume, dass ich auch von Politikern, die jetzt vielleicht eher aus einem anderen Spektrum kommen, durchaus interessante Gedankenanstöße mitgenommen habe. Aber auch das gilt immer, wenn man sich mit anderen Leuten unterhält und da aufgeschlossen ist und nicht nur in seiner Filterblase lebt, das ist immer gut, das ist immer eine Bereicherung für jeden. Hast du noch was dazu zu sagen? Willst du noch was loswerden? Irgendwas wollte ich noch sagen. Gewählt. Das hast du ja schon hervorragend gemacht. Nee. Genau. Ja, wenn ihr diese Videos anschaut, dann behaltet bitte im Hinterkopf, dass die Jugendlichen das mit sehr viel Engagement gemacht haben, auch sehr viel Freizeit übrigens geopfert haben. Aber es sind Jugendliche, die ihren Schulalltag haben und die auch sonst in ihrem Privatleben beschäftigt sind, die also nicht rund um die Uhr sich mit Politik befassen. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man sich diese Interviews anschaut. Und ich finde, die haben einen sehr guten Job gemacht.